Sawadee Krab und herzlich willkommen zurück bei La My Peace. Zuallererst einmal herzlichen Dank für die vielen positiven Reaktionen auf das erste Video. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich wusste gar nicht, dass ich so attraktiv bin. Naja, Scherz. Aber es geht ja auch nicht um mich. Es geht ja um das Erlernen der Thai-Sprache. Ja, okay. Sehr wichtig. Falls Sie das erste Video noch nicht angeschaut haben, bitte schauen Sie sich das einmal an. Ein Link finden Sie unter dem Video. Ja? Auch wichtig ist es, ich habe dieses Video in zwei Teile geteilt. Bitte schauen Sie sich erst den ersten Teil mit Lesen und Schreiben an und danach den zweiten Teil für die Grammatik, weil ich baue meine Kurse stufenweise auf. Ja, und das bedeutet, ich habe vielleicht in einem Video schon etwas gesagt, was ich im zweiten Video nicht mehr sagen muss. Und machen Sie sich keine Sorgen wegen den Schriftzeichen, weil sie etwas fremd aussehen. Man gewöhnt sich mit der Zeit danach und geben Sie dem allen etwas Zeit. Ja, ich werde sagen, in etwa 2 Monaten würden Sie schon alle Buchstaben können und schon die ersten kleinen Berichte oder Unterhaltungen lesen können. Ja, das ist ja dann sehr, sehr wichtig. Ja, ich hoffe auch, dass Sie dieses Blatt hier heruntergeladen haben. Ja, schauen Sie einmal, dieses hier, das ist sehr gut, weil da können Sie dann die Buchstaben nachschreiben. Ja, im zweiten Link gibt es dann auch ein Poster. Ja, ein Poster wie dieses hier. Natürlich ohne Farben, aber in Thailand ist man dann da halt einfach etwas besser ausgerüstet. Wir können die Poster kaufen, wir können auch Schreibhefte kaufen. Ja, okay, gut, alles klar. Ja, wir lernen heute die ersten 5 Buchstaben. Schauen Sie, 1, 2, 3, 4, 5. Wegen den Farben machen Sie sich noch keine Sorgen. Na, das wären die Konsonantengruppen mit hoch, mit mittel, hoch und tief. Die Farben können von Poster zu Poster unterschiedlich sein, aber es werden immer die gleichen Konsonanten sein. Na? Bei mir in der Schule, ich mache das heute wie die ersten 2 Unterrichtsstunden, ja, mit dem Lesen, wir lernen immer nach dieser Reihenfolge. Das heißt, erst einmal die Konsonanten und danach gehen wir zu den Tonregeln. Weil, wenn Sie alle Konsonanten kennen, haben Sie nur noch 9 mittlere Konsonanten, die Sie noch einmal wiederholen müssen und 11 hohe Konsonanten, die Sie noch einmal wiederholen müssen. Die restlichen 24 kennen Sie ja dann anhand dieser Reihenfolge, weil Sie das ja schon gelernt haben. Na, ein Vokalposter würde dann so aussehen, aber das kennen Sie ja schon vom ersten Video. Na, okay, gut, ich denke, wir fangen einmal gleich sofort an. Schauen Sie, na, hier haben wir die Konsonanten und das hier wären die Vokale. Bei Vokalen haben wir natürlich kurze Vokale und lange Vokale. Das ist ja im Deutschen nicht viel anders. Wir kennen ja auch reisen und reißen. Na? Bei diesen 32 Vokalen müssen Sie sich auch keine Sorgen machen. Wie Sie hier sehen, viele Vokale sind doppelt, was ja bei uns dann eine Diphthongung wäre, na, und somit wird es dann schon gehen mit der Zeit. Ich zeige es Ihnen schnell an der Tafel, wie mein Umschriftsystem ist. Na, das Umschriftsystem wäre folgendermaßen. Ein langer Vokal schreibe ich einfach 2 Vokale. Ist auch in den meisten Büchern so, ist ja nichts Neues. Ein kurzer Vokal wäre einer, das heißt A und A. Na,
die Vokale im Thailändischen sind so kurz. Ja, wir haben auch vier mittlere, die gehören dann später zu den langen Vokalen, zu der Gruppe der langen Vokale. Auch wichtig ist es, am Anfang diese vier Linien zu beachten. Ja? Denn hier schreibe ich die Größe des Konsonanten hinein. Schauen Sie, der erste Buchstabe wäre ja das Gorgai. Ja? Der wäre dann so. Das bedeutet, dieser hier ist für die meisten Konsonanten oben für Vokale. Ja, wenn der Vokal oben steht, dann hier unter Umständen für Tonzeichen. Und da ich auch Vokale unten schreiben kann, einfach dann auch dann unten etwas Platz lassen, damit das geht. Ja? Okay, sehr gut. Dann fangen wir einmal an mit dem ersten Buchstaben. Ja, dann brauche ich gar nicht so viel zu erklären, sondern erkläre erst einmal den ersten Buchstaben. Okay, normalerweise ist das Ding animiert, also ein Video, aber das geht nicht, das macht aber nichts, dann machen wir Plan B. Der erste Buchstabe wäre ein Gorgai. Gorgai. Ich schreibe ihn einmal nach, schauen Sie. Wir fangen unten an, gehen hier etwas herein, wieder heraus, dann hier kommt der Hühnerkopf. Wir gehen herüber, rund und wieder herunter. Und das wäre der erste Buchstaben, ne? Gorgai. Ja, so würde das dann aussehen. Ja, okay, gut. Ich erkläre noch etwas zur Umschrift. Wir haben drei verschiedene O's im Thailändischen. Ich benutze für das offene O, ne, für ein O, gleich den Originalbuchstaben, nämlich dieser hier. Er sieht ja ähnlich aus. Ne? Das hier wäre das offene O, O, wie bei Ortschaft. Der Ort, O, O. Ne? Okay, sehr gut. Ja, dann erst einmal der Gorgai. Der wird folgendermaßen geschrieben. Wir fangen unten an, hier herein, hier herüber und zack. Man kann ihn auch so schreiben, ich schreibe ihn auch so in einer Handschrift, also Schnellschreibweise. Kein Problem, kann jeder erkennen. Ja? Okay, das hier wäre der erste Buchstabe. Gorgai. Ja? Das wäre der Mitlaut. Konsonanten ist ja wie im Deutschen, haben immer Mitlaute. Ja? Bei uns wäre das zum Beispiel ein G. Ja? Wenn ich aber, ja, falls ich aber Golf sage, benutze ich ja auch nur das G und sage ich Golf. Das heißt, das wäre immer der Mitlaut. Im Thailändischen, bei den Konsonanten, ist der Mitlaut immer ein O. Ja? Okay. Und dann haben wir hier Gai. Gai ist das Bestimmungswort. Beim ersten Buchstaben Gai. Ja? Gai. Gorgai. 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 Ja? Ein Gai wäre ein Huhn. Das sind dann hier immer diese Bilder auf den Postern. Na, okay, denn wir haben ja später, Moment, so herüber, denn wir haben ja später verschiedene Ks und anhand dem Zusatzwort, anhand der Bilder, weiß ich dann später bei der Rechtschreibung, welches K gemeint ist. Na, okay, der erste Buchstabe, Gorgai. Ich teile das einmal auf, damit Sie das sehen. Ne? Gorgai, Gorgai. Das hier wäre das G. Und dieser hier, schauen Sie, der geht hier etwas höher. Ich schreibe ihn hier noch einmal. Sie fangen immer unten am Kopf an, gehen hoch und dann zack und zack. Das hier wäre der Vokal I. Ne? Der wird lange mittel gesprochen, nicht ganz kurz, nicht ganz lange, sind dann auch dann zwei Buchstaben. Der gehört zu diesen vier Buchstaben,
die wir dann später lernen müssen für die mittlere Aussprache. Aber jetzt lernen wir das erst einmal naturell. Ja, ein G und ein I ergibt ein Gai. Ja, und dann haben wir hier noch ein Tonzeichen. Zu dem Tonzeichen aber später, das hier wäre ein Tonzeichen, wo dann bedeutet, es geht nach unten. Ja, aber erst lernen Sie mal die Tonzeichen, weil sonst kommen Sie vielleicht durcheinander. Na? Okay, Gordai, Gordai. Na, auch wenn ich ein Wörterbuch benutze, schauen Sie, wie dieses hier, na, Thai, Englisch, Deutsch. Nur anhand der thailändischen Schrift habe ich ja die Gewissheit, na, dass das auch nach dieser Reihenfolge ist, und mit einem Wörterbuch lernt man bekanntlich mehr. Schauen Sie hier, na, hier ist der erste Buchstabe, das Gordai. Na, okay, das ist wichtig, denn nur mit der thailändischen Schrift erkennen Sie auch die Wahrheit. Vor allen Dingen später, wenn Sie schon etwas lesen können mit einem Kinderbuch, schauen Sie, kann man das später auch etwas aufbauen ohne Probleme. Na, das gibt es per Multimedia zum Download, das heißt, die Hilfsmittel sind da. Na, noch einmal, wir haben hier ein Gordai. Na, zur Verdeutlichung, das hier wäre das G, na, etwas härter gesprochen wie das deutsche G, na, G, G, G. Und das hier wäre das I. Und hier haben wir ein Tonzeichen nach unten. Somit Gordai, Gordai, Gordai. Das Ei hinten auch etwas härter. Ei, Ei, Ei. Ja, nicht Ei, sondern Ei, Ei. Ja? Gordai. Das wäre der erste Buchstabe. Ja? So. Hier bei diesem zeigt es auf, dieser Strich zeigt an, na, dass der Buchstabe, dass der Vokal vor dem Konsonanten geschrieben wird, aber danach ausgesprochen. Auch sehr wichtig. Schauen Sie, wenn ich jetzt hier ein A hätte, na, würde ich sagen, ein G plus ein A ergibt ein Ga. Sehen Sie, da ist der Strich hinten, nein, vorne, der Vokal folgt danach, somit normale Schreibweise wie bei uns. Zum Vergleich dieses hier, schauen Sie, der Vokal steht immer vorne, das heißt, Sie haben Ihre feste Position. Na? Okay, Ga, da hätten wir auch schon das erste Wort. Ga, Ga, kennen wir schon von Ga, Ga, Ga. Na, Ga, da hätten wir schon das erste Wort, das würde bedeuten Rabe oder die Krähe. Na? Okay? Okay, sehr gut. Noch etwas zu den Buchstaben G, weil da ist das Wort, das oft, na, das am meisten falsch ausgesprochen wird von uns Ausländern. Das wäre dieses hier, das wäre nämlich ein G. Na, ein G. Und G heißt Insel. Es heißt nicht Koh Samui, sondern Koh Samui. Na? Koh Samui. Ein Südthailänder würde sogar sofort gleich sprechen. Koh Samui. Koh Samui. Na? Auf diese Art. Na, das hier wäre ein Koh und Koh heißt Insel. Aber die Thailänder, die mit Touristen zu tun haben, verstehen das schon, wenn man auf eine Insel möchte, wie Phuket, ne, Koh Phuket oder sonst irgendwas. Okay, gut, wir schreiben den Konsonanten noch einmal nach. Schauen Sie, das hier wäre dann das System. Na, hier haben wir das Go. Na, das hier wäre das G. Und hier hätten wir noch einmal ein G und das I. Gai. Und das hier wäre für das Tonzeichen nach unten. Und Gai bedeutet Huhn. Na, Gai würde dann
Gun bedeuten. Somit haben Sie schon einmal das erste Wort im Thailändischen. Na, okay, sehr gut. Nach Buchstabe Nummer 1 folgt Buchstabe Nummer 2. Ja? Oh, wenn Sie etwas einen Hahn im Hintergrund hören, Entschuldigung, aber meine Schule hat keine Wände. Das heißt, alle Thailänder hören zu, aber sie freuen sich sehr, dass wir alle Thailändisch lernen möchten. Somit ist das kein Problem. Ja? Später hier in diesem Kreis werden wahrscheinlich alle Deutsch sprechen, nach einem Jahr. Sie werden sehen. Ja? Aber den Hahn, den kann ich leider nicht den Kopf umdrehen. Sehen Sie? Gai. Gai Rong. Ja? Der Hahn ruft. Er schreit. Ja? Okay. Gut, dann kommt der zweite Buchstabe. Ja, das wäre ein Ko Kai. Ko Kai. Ko Kai. Wir schreiben ihn einmal nach. So, hier haben wir ihn. Wichtig ist, wir fangen immer am Kopf an. Na, dann machen wir hier den Kringel. Wir gehen nach oben, dann wieder etwas heraus, unten ein kleines Viereck und wieder hoch. Dann hätten wir den zweiten Buchstaben, nämlich das Kokai. Ja, manche werden es schon jetzt erkannt haben. Das Kokai. Ja, manche werden das schon lesen können. Schauen Sie, ich zeige Ihnen das noch einmal. Anhand dieser Anordnung. Wir fangen an mit dem Kopf. Ja, der Kopf heißt in Thailändisch Hua. Hua. Ja, Hua. Wie bei Hua Hin. Hua Hin. Ja. Kopfstein, Kopfstein, so heißt die Ortschaft. Na, wir fangen hier am Kopf an, gehen dann hier so oben herüber, so wieder hinein, zack, zack, dann hier ein Viereck und wieder hoch. Und da hätten wir den zweiten Buchstaben, das Kokai. Na, das zeigt an, das hier ist der Buchstabe, das hier wäre wiederum der Mitlaut. Das wäre wie ein K ausgesprochen. Schauen Sie. K, 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 K. Na, okay. Gut, noch eine Besonderheit ist hier, da geht es bei dem K etwas hoch. Das hat aber später dann etwas, ich muss noch einmal das Poster nehmen, na, mit dem Unterschied zu tun. Schauen Sie, dieser Buchstabe hat eine andere Farbe wie dieser. Das heißt, das hier wäre ein mittlerer Konsonant. Das hier wäre ein hoher Konsonant und später lernen wir bei den Tonregeln, ein mittlerer Konsonant plus ein langer Vokal ergibt einen geraden Ton, ein hoher Konsonant plus einen langen Vokal wäre ein steigender Ton. Es sind also nicht alles nur die Tonzeichen, aber natürlich anhand der Grammatik nach Wichtigkeit geordnet. So, wir teilen das einmal auf. Na, der erste, das hier, wäre das K oder KH. Na, im Englischen ist das ja etwas anders bei der Umschrift, bei den Deutschen. Wir haben ja ein reines G, wir sagen ja nicht Germany. Na, wir sagen ja Germania, so nach dem Motto. Na, und für das K haben wir einen extra Buchstaben, nämlich das K, ab und zu ja auch das C. Na, das hier wäre das K und dann wie beim ersten Buchstaben, das hier wäre das I. Ja, und wiederum ein Tonzeichen, das reagiert gleich bei Ruhe wie bei diesem hier, das wäre dann nach unten. Ja, somit hätten wir noch einmal ein Kokai. Sprechen Sie bitte nach. Wenn Sie nachsprechen, bitte sprechen Sie auch zu Hause laut, damit Sie sich selbst etwas hören können. Bei den Tönen, wie gesagt, entweder Ko oder mit dem Kopf Ko als kleine Gedankenstütze hilft das immer. Okay.
Na? Okay, gut. Dann sieht das folgendermaßen aus. Wie beim ersten, das hier wäre das K oder KH und hier hätten wir das I. Na? Das wäre dann ein Kai. Na? Ohne Tonzeichen Kai, mit Tonzeichen Kai. Kai, Kai. Das ist ein K. Kai, ne? Kai. Okay. Na, und damit können wir schon einmal ein erstes Wort schreiben. Na, schauen Sie, das mache ich hier einmal in Schwarz. Okay, auch wichtig, na, die Tonzeichen immer hinten mit anschreiben, also immer hier hinten an der hinteren Linie schreiben. Na, das bedeutet, na, wir schreiben das nicht so, wir schreiben das nicht so, sondern das Tonzeichen immer so. Na, in diese Richtung, das ist sehr wichtig, damit Sie auch schön schreiben können. Es gibt ja in Thailand Schreibwettbewerbe und auch Sprechwettbewerbe von den Schulen anhand der Aussprache. Ja, okay, schauen Sie noch einmal der erste Buchstabe. Go, Gai. Go, Gai. Der zweite Buchstabe. Ko, Kai. Ko, Kai. Go, Gai. Kai. Na, das hier wäre dann die Aufteilung. So, jetzt hier zu dem ersten Satz. Das haben wir ja schon hier gelernt. Das hier wäre ein G, das hier wäre ein Ga, na, ein A, somit Ga, der Rabe. Dann haben wir hier, das hier wäre wiederum ein Vokal, ein kurzes I, ein kurzes I. Und hier hätten wir dann noch ein, schauen Sie, oben am Kopf anfangen, hier herüber und hier, das hier wäre ein N. Somit hätten wir ein Ga, dann hier das G, I, N, Ga, Gin. Na, Gin würde heißen Essen. Kai. Gai. Na? Hoppla. Zack, damit das auch seine Richtigkeit hat. Na? Ga. Ga. Gin. 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 Ga. Gin. Ga. Gin. Kai. Gai. Kai. Gai. Na? Würde beides hier nach unten gehen. Ga. Gin. Kai. Gai. Würde so viel heißen wie Rabe, Essen, Huhn, Ei. Ja? Huhn, Ei bedeutet Hühner, Ei oder Hühner, Eier. Ja? Das ist im Thailändischen nicht so genau. Ja, bitte bedenken Sie, wir kommen aus der deutschen Sprache. Deutsch ist die Technikersprache. Keine Sprache ist so genau anscheinend wie die deutsche Sprache. Darum sind wir vielleicht oft auch etwas kritischer und ab und zu auch etwas offener mit dem Negativen und solche Sachen, na, gegenüber unseren Gastgebern hier. Okay, na, wir schreiben ihn noch einmal nach, wir schauen uns das noch einmal an. Der zweite Buchstabe wäre das Ko, na, Ko, also ein K oder ein KH und Kai. Geht auch nach unten. Na, okay. Ko, Kai. Naja,
das K, so, ne? Kortai, das wäre der zweite Buchstabe. Weiter geht es mit dem dritten Buchstaben. Das hier wäre ein Korkurt. Korkurt. Na? Okay, Korkurt. Der wäre hier. Na? Vorsicht, dieser Buchstabe ist im modernen Thai nicht mehr vertreten. Na? Okay, aber wir lernen ihn trotzdem, weil auch alle Kinder lernen diesen Buchstaben und er gehört einfach mit dazu. Na, bei den Kindern, die lernen das ja im Kindergarten und sie haben ja später dann auch noch dann eine Geschichte dazu. Na, und dann wiederholt man das noch einmal in der ersten Klasse und dann kommen langsam die Tonregeln und so weiter und so fort. Na, so wird es dann aufgebaut. Auch das Wort ist sehr interessant von diesem Korkurt. Schauen Sie. Ja, ich schreibe ihn erst einmal, nein, ich schreibe ihn nicht, weil wie gesagt, er ist ja nicht so wichtig. Hier haben wir den ersten, das KH. Ja, das bedeutet, dieser Buchstabe wurde ausgetauscht gegenüber diesem hier. Dieses hier wäre das W und dieses hier wäre ein D, was aber wie im Deutschen ein T wäre. Ja, wir sagen ja auch der Hund oder und nicht Hund oder und. Ja, das heißt, bei solchen Sachen ist da kein Unterschied zum Deutschen, nur halt bei brutalen Sachen, na, wie ich schon im ersten Kurs erklärt habe, ein S wird am Ende einer Silbe zu einem T, ein R zu einem N und so weiter. Na. Nicht sehr viele, es sind ein paar, die man sich dann merken muss. Die werden dann auch dann erklärt. Na, das gibt es eben dann im Deutschen nicht. Okay, hier kommt die Aufteilung. Na, diesen hier kennen wir ja schon. Das hier wäre das KH. Dann kommt der zweite Buchstabe. Schauen Sie, ich fange wieder am Kreis an, gehe hoch. Ja, er ist unterschiedlich zu diesem hier, schauen Sie. Er ist unterschiedlich. Das hier wäre ein W. Ja? Kein hartes W wie im Deutschen, sondern eher ein W wie Water. Ja? Water im Englischen. Ja? Und dann habe ich hier ein D, das ja wie im Deutschen am Ende zu einem T wird. Ja? Okay, achten Sie bitte auch hier immer auf den Kreis. Ja? Hier geht er, an diesem Beispiel, geht der Kreis nach innen, von innen nach außen, weil es gibt auch noch einen Buchstaben, da gibt es den Kreis von außen nach innen. Den zeige ich aber heute auch noch. Ja? Okay, das wäre ein Korkurt. Ja? Noch eine Regel. Wenn ein W eingepresst zwischen zwei Konsonanten steht, na, wird das W zu einem Ua-Ton. Na, zu einem Ua-Ton. Na, somit haben wir ein Korkurt. 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 Und Kurt hat die Tonbewegung nach unten. Ja, okay, das erkläre ich Ihnen aber später. Ja, okay, ich sage es gleich einmal. Ich sage lieber immer etwas mehr zur Information. Ja, hoher Konsonant und ein KPT-Ende ergibt immer einen tiefen Ton. Das kommt aber dann später, wie gesagt, bei den Tonregeln. Nur damit Sie sehen, dass alles seine Gründe hat. Ja, okay. Gut, jetzt einmal, weil Sie das bestimmt gleich etwas lesen können, schauen Sie.
So, etwas für alle Feinschmecker. Ne? Das erste kennen wir ja schon, das können wir schon vielleicht lesen. Das wäre ein Kor. Ne? Kor, besser gesagt. Kor. Dann haben wir hier ein... Naja, ne? Das ist etwas komplizierter. Das hier wäre ein Ia. Ne? Da wäre so geschrieben. Ne? Schauen Sie, wäre auch unter den Vokalen. Dann wäre das, hier kommt dann der Konsonant in die Mitte. Und hier hätten wir noch ein R. Das hier zeigt aber an, bitte nicht aussprechen, was oft vorkommt, wie ich das schon im ersten Video erklärt habe. Ja, weil sonst würde das ja ein Bian heißen, ohne dass das R würde zum N werden und das wäre dann komplett falsch. Aber bitte merken Sie sich einfach das Wort Bier, ja, das Wort Bier am Anfang mal als komplettes Wort. Nur so als kleiner Tipp, wenn Sie ein Genussmensch sind und Sie trinken gerne Bier Chang, ne, Bier Leo oder Bier Sing, ne, dann wir sagen Bier Chang, Singa Bier, ne, Kai Gai, Huhn Ei, Hühner Ei, Bier Sing, Singa Bier. Ne. Viele Leute sagen Singa, aber es heißt normalerweise schon Sing. Ne. Korbier, das hier merken Sie sich, weil das steht ja immer auf der Flasche drauf. Dann haben wir hier eine 1, das wäre eine Nym. Und hier hätten wir wiederum das, ja, das Kurt. Na, das Kurt. Na, geht nach unten. Auch das Nün geht nach unten. Somit hätten wir ein Kor, Bier, Nün, Kort. Kor, Bier, Sing, Nün, Kort. Kor, Bier, Chang, Nün, Kort. Kor, Bier, Leo, Nün, Kort. Ja? Zu den Tönen habe ich ja im ersten Video schon gesagt. Ich werde die etwas mehr betonen, einfach weil wir das noch nicht gewohnt sind, wie normal. Später beim normalen Sprechen werden Sie dann merken, ah, es wird alles etwas normaler. Na, okay, gut. Na, wir schauen uns das noch einmal an hier auf dem Video, nicht auf dem Video, hier auf dem File, schauen Sie. Na, ich schreibe ihn jetzt nicht nach und das hier wäre dann, wie gesagt, das Kor, was hier ausgetauscht wurde gegenüber diesem hier. Na, dann haben wir hier ein Kor, ein K, na, ein Ua und ein D. Na, das am Ende zu einem T wird, aber wie gesagt ja auch in der deutschen Sprache. Na, okay, gut, somit wiederholen wir einfach noch einmal alle drei Buchstaben. Na? Oh. Na, wir wiederholen einfach noch einmal alle drei Buchstaben. Go, Kai. Ko, Kai. Ko, Kurt. Na? Ko, Kurt. Nach unten. Na? Okay. Dann haben wir Ga, Rabe. Ga, Gin, Kai, Gai. Rabe, Essen, Ei, Huhn. Und ein Ko, Bier, Nüm, Kurt. Ja, okay. Gut, das wären die ersten Buchstaben. Machen Sie bitte jetzt eine kleine Pause. Ich muss die Tafel nachschreiben für die nächsten zwei Buchstaben. Na, okay, kleine Pause bitte, Kaffee, Zigarette, alles erlaubt, Sie sind ja zu Hause, kein Problem. Na, auch in der Schule würden Sie jetzt einen Kaffee bekommen. So, ich hoffe, der Kaffee hat geschmeckt. Café aroi mai, Café aroi mai,
Café, Café, Aroi, ne? Aroi, ne? Viele sagen auch Aloi, ne? Für schmecken. Mai, Frage, hat der Kaffee geschmeckt? Ne? Okay, wir machen weiter am besten. Nochmal zur Wiederholung. Wir haben hier den ersten Buchstaben, das wäre das Gokai. Der zweite Kokai. Nummer drei Kokurt. Und nach Nummer drei folgt Buchstabe Nummer vier. Das wäre dieser hier. Ich schreibe ihn einmal wieder nach. Schauen Sie. Hier ein Kopf nach außen. Na? Okay, dann nach unten, herüber, dann so herüber und so. Na? Das wäre dann das Kokwai. 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 Zack. Kokwai. Na? Okay. Gut. Ich zeige Ihnen schnell den Unterschied von den vorherigen Buchstaben. Das hier, na, weil der wird oft verwechselt, wäre das Kokwai. Und das hier wäre das D von dem vorherigen Wort Flasche. Moment. Ne? Zack. Ne? Okay. Na, das hier wäre das K. Schauen Sie, Kopf nach innen. Und das hier wäre das Kopf nach außen. Und das hier wäre das D, Kopf nach innen. Na? Okay. Gut, dann teilen wir das einmal wieder auf. Na? Erst einmal hier hinschreiben. Schauen Sie, Kopf nach außen, herunter und herum. Na? Kopf nach außen, na? Und zack. Na? Fertig ist der Buchstabe. Schreiben Sie das bitte immer in Ihrem Heft nach. Na? Ich werde Ihnen später dann auch wie üblich, ein paar Hausaufgaben geben, na, die sich direkt auf diesen Kurs beziehen. Na? Okay, gut. Dann wiederum das Chor. Das hier wäre wie immer der Mitlaut. Na? Wie ein K, na, das spreche ich ja auch nur im Deutschen als ein K aus. Okay, diesen Buchstaben hier kennen wir. Das hier wäre das KH. Das hier wäre ein W. Das hier wäre das A, ein Doppel-A. Und das hier wäre normalerweise ein Y, wird normalerweise als ein I geschrieben. Aber im Deutschen, schauen Sie, ist es ja ähnlich. Na? Okay. Na? Somit haben wir hier den ersten Buchstabe, wäre das K. Na? Der zweite Buchstabe, hatten wir ja auch schon, wäre das W. Der dritte wäre der Vokal, ein A. Na? Und dieser hier, ich schreibe ihn mal hier groß. Schauen Sie, am Kopf wieder anfangen, herunter, hinein, noch einmal herunter und zack. Und wenn Sie denn schreiben möchten, na, ist aber jetzt noch nicht so wichtig, das hier wäre das hier wäre ein J. Na, das hier wäre dann ein J. Somit haben wir Kokwai. Na? Kokwai. Vorsichtig. Falls der zweite Buchstabe ein W, ein R oder ein L-Ton ist, ist das oft ein Doppelkonsonant. Hier folgt auch ein Vokal, nicht vorher ein Konsonant. Na? Somit heißt das Kur. Ja, Kur.
Schauen Sie, im Deutschen würde ich das so übersetzen: Kur, Quadrat. Na, für die Thailänder, wenn Sie Deutsch lernen, ganz einfach dann dieses hier, na, wäre dann so in dieser Art. Na? Kur, Quadrat, Quai, Quai. Na, okay, sehr gut. Na? Jetzt schreibe ich hier mal etwas hin, na, zum Lernen. Schauen Sie. Okay, Quai Nguyen Con. Ja, das würde so viel bedeuten, nicht höflich, Vorsicht, das sage ich gleich einmal. Ja, Quai Nguyen Con, Büffel, eine Person. Ja, Quai bedeutet Büffel. Ja, Büffel, eine Person. Das ist nicht höflich. Ja, wäre in etwa, oh, Nait Lung Ni, Mi Quai Nguyen Con. Man weiß da nicht, wer gemeint ist, aber ein Büffel. Bei uns wäre das vielleicht ein Führer der Herde. Na, in Thailand hat der Büffel eher die Eigenschaft, er hat ja oft einen Nasenring und lässt sich dann an der Nase herumführen. So in etwa. Na, wir haben Tiernamen, die benutzen wir positiv, also für Menschen, wie zum Beispiel viele Leute heißen Nok für Vogel. Mein Vermieter zum Beispiel heißt Mu für Schwein, das war für mich eine Umgewöhnung. Somit sage ich Kun Mu, Herr Mu. Ne? Aber ne, bei den Beleidigungen wäre Quai noch das Loyalste. Danach wäre der Ma, der Hund, das wäre nicht gut. Somit sagen Sie nicht einfach für kommen, weil das heißt auch Ma, sehen Sie, kommen. Ma, Hund würde Ma heißen. Bitte sagen Sie nicht Ma, Ma. Ne? Wenn Sie den falschen Ton erwischen würden und nur ein Wort benutzen, wäre das eine starke Beleidigung, denn Sie rufen ja dann die Person Hund. Ne? Und das Tiefste wäre ein Ja, ne? Ein Lizard, weil das ist ja ein Aasfresser. Okay, aber so viel nur nebenbei zum Tierreich. Ja, okay, Kor Quai. Ja, okay, wir schreiben das noch einmal nach. Ja, Quai Nguyen Con. Zu dem Con sage ich später noch etwas, weil das wäre ja der nächste Buchstabe. Ja, aber bitte nicht sagen. Ja, ist nicht nett. Okay, so gut, dann haben wir hier das Kor Quai. Ja. Da wären wir hier beim KH. Ich schreibe ihn noch einmal nach in Kleinform. Zack, zack, zack. Na, somit. Na, ein KH. Ein W. Ein langes A. Und ein I oder ein Y. Und Quai bedeutet Büffel. Na, okay. Büffel. Kor Quai. Na? Okay, sehr gut. Jetzt kennen wir schon vier Buchstaben. Na? Jetzt kommt Buchstabe Nummer 5. Schauen Sie, dieser Buchstabe ist heute leider auch nicht mehr im Gebrauch. Moment, dazu muss ich ihn erst einmal bekommen. Na? Okay, das wäre dieser hier. Ja, ja, Entschuldigung, die Technik etwas, aber ich nehme alles an einem Rutsch jetzt auf. Na? Okay, gut, zack, zack, also Kopf wie beim Kor Quai nach innen, dann wieder um hier herum und die Besonderheit ist oben ein Herzchen und wieder zurück. Na? Okay, das würde dann, einen Moment, ne? Na, okay, das ist der Kor Quai. Kor Con. Entschuldigung, das hier wäre ein Kor
Kon. Ja? Auch dieser Buchstabe ist heute nicht mehr in Gebrauch. Ja? Dieser Buchstabe wurde, wie man hier sieht, gegen diesen hier ausgetauscht. Ja? Okay, ich teile das jetzt erst einmal wieder auf. Das bedeutet, dieses hier wäre das KH und dann dieser hier, schauen Sie, den hatten wir schon bei GIN, oben anfangen, herunter, dann so herüber, noch einen Kreis und herunter. Ja? Das hier wäre ein N, ja? Ein Nonu. Ja, ein Nonu. Somit haben wir hier ein HH und ein N. Ja? Das heißt aber nicht Kün. Wir haben noch eine Besonderheit. Wenn ich zwei Konsonanten habe, ja, wenn ich zwei Konsonanten habe und eine Silbe, fülle ich zu 95%, es gibt eine Ausnahme, ein kurzes O hinein, das ich spreche, aber nicht schreibe. Ja, Vorsicht, Thailändisch ist eine Silbensprache. Ja, okay, na gut, ich buchstabiere das einmal, damit Sie das auch einmal hören. Ko, no, kon. Ja, oder ko, kwai. Nonu kon. Na, so würde das dann buchstabiert werden. Na, ja, Konsonanten heißen im Thailändischen Payan Chana, Vokale heißen Sara. Das Wort Sara ist wichtig, na, weil, wenn ich einen Vokal buchstabiere, spreche ich immer ein Sara im Vorheraus. Das hier wäre als Beispiel Sara-A, Sara-A. Na, okay, im nächsten Video buchstabiere ich wieder mehr. So, ein Beispielsatz, das wäre der erste Tontwister im Thailändischen. Na? So, vielleicht kann das schon jemand lesen. Das hier und das hier wäre ein besonderer Buchstabe. Schauen Sie, dieser hier und dieser hier wären beides ein Ei. Also hat die gleiche Bedeutung. Ja? Nur mit diesem hier werden 20 Wörter gesprochen, die man natürlich, oder geschrieben, die man natürlich auswendig lernen muss. Und wir haben dann noch, auch von der Größe her, diesen hier, das hier wäre ein R. Ja? Bei dem R, schauen Sie, das deutsche R wäre ja R, R, R. Ja? Das thailändische R, da vibriert hier nichts, sondern eher wie ein R, R, also hier vibriert nichts, und dann mit der Zunge. R, 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 ne? Okay, ne? Bei den Asiaten, sie haben ja verschiedene Arten von R. Viele Thailänder sprechen das R als sein L aus. Allerdings, ne? Sie müssen dann einmal mit ihrer Frau zu einer Behörde gehen oder mit ihrem Partner und auf einmal spricht er das schönste Thai. Ja, weil da kommt es dann darauf dann an. Mittelthai wird ja, wie gesagt, in den Nachrichten auch gesprochen. Da sagt man auch, na, a rai, a rai, a rai und nicht alai. Na, weil ein alai wäre zum Beispiel ein Ersatzthai, na, von einem Auto oder irgendetwas. Na, okay, gut, dann machen wir das einmal. Jetzt haben wir erst einmal hier ein KH und das R. Ja, wie ich schon hier gesagt habe,
R und W als zweite Buchstabe vorsichtig sein. Und dann hätten wir hier ein I. Somit heißt das Krai. Ja? Krai. Krai hat die Bedeutung wer. Ja? Dann Ko Kai Sara A. Yo Yak Ko A Yo. Ja? Die ergibt ein Kai. Und das hier kennen wir dann schon. Kai. Ah. Ja? Kai. Gai. Auch nach unten. Die Bedeutung wäre Kai. Wer? Kai. Ja? Kai. Verkaufen. Kai. Huhn. Ei. Er gibt ein Hühnerei. Ja, wie schon beim ersten Mal erklärt, zusammengesetzte Hauptwörter oft umdrehen. Ja. Okay, bitte sprechen Sie nach. Kai. 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 Noch einmal. Kai. 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 Krai, Kai, Kai, Gai. Ja, das wäre der erste Tontwister. Das probieren wir später dann noch einmal aus, ja, nach so etwa 40 Stunden. Und Sie werden sehen, dass wenn Sie hier mitmachen, wird sich auch Ihr Ton, ja, im Unterschied zu diesem schon sehr verbessert haben. Ja, okay, gut, somit, das hier wäre der letzte Buchstabe. Nicht mehr im Gebrauch, na, nicht mehr im Gebrauch, das wäre der Korkom, KH und ein N und hier kommt das O hinein, da, zwei Konsonanten, eine Silbe ergibt ein O, das ich spreche, aber nicht schreibe und Kon heißt Person. Na, okay, soweit verstanden? Sehr gut. Na, sehr gut. So, dann wiederholen wir noch einmal das Gelernte. Schauen Sie, erst haben wir hier, na, die Konsonanten, na, heißen auf Thailändisch Payanchana, Sisipsi Dua, sind 44 Buchstaben. Und Sara, ne, Sara heißt Vokal, ne, Sara A, Sara E, Sara I und solche Sachen. Das wird immer beim Buchstabieren mitgesprochen, das Wort Sara. Das wären die 32 Vokaltöne. Ne, aber schriftlich, ne, da könnte ich bei uns ja auch dann die Diphthongungen mit hineinnehmen. Na, okay, weiter geht es mit einem ersten Buchstabe. Go Gai. Go Gai. Huhn. Ko Kai. Ko Kai. Ai. Ko Kurt. Ko Kurt. Ko Kurt. Flasche. Ja, Whisky, immer gut, meine Lieblingsmarke, erkennt man das? Okay. Ko Kwai. Ko Kwai. Der Büffel.
Ne? Und ein Korkon, Korkon, die Person. Ja, und was wir jetzt gelernt haben, wäre auch noch mit dazu ein Krai. Krai bedeutet wer. Ein Gai. Gai. Das wäre das Huhn. Ja? Ein Bier. Bier. Das wäre das Bier. Na, bitte merken Sie sich nur das Bild, damit Sie das auf der Bierflasche erkennen, falls Sie mal ein Bier trinken sollten. Ein Kai, Kai für verkaufen. Dann noch ein Ga, Ga für Rabe. Und ein Kurt, Kurt für die Flasche. Ja? Ein Kai, Kai für das Ei. Na? Ein Ko, Ko ist, um etwas zu bitten, ne, Bestellformel auch, und ein Gin, Gin, das wäre das Essen. Na, okay, und hier hätten wir die Sätze, bitte sprechen Sie nach. Na, Moment, hier ist meine Maus etwas langsam. Na gut, wir nehmen hier den ersten Satz. Krei. Kai, Kai, Gai. Ja, okay. Ja. Krai, Kai, Kai, Gai. Wer verkauft Hühnereier? Krai. Gin. Kai, Gai. Ja. Krai, Gin, Kai, Gai. Wer essen Ei Huhn? Wer isst Hühner Eier? Gai, Gin, Kai Ga. Na? Das Huhn isst das Krähenei. Na? Wir können das auch umdrehen mit Ga, Gin, Kai Gai. Na? Das würde dann bedeuten, die Krähe ist das Hühnerei. Na? Ah, hier ist es ja. Ga, Gin, Kai, Gai. Na? Okay. Der Rabe ist das Hühnerei. Und die Bestellform Ko, Bier, Nön, Kurt. Na? Oder Ko, Bier, Chan, Nön, Kurt. Vorsichtig beim Essen. Ko Partei Nön Chan oder Nön Ti. Ne, das würde dann ganz darauf ankommen. Und unten, aber lassen Sie sich dadurch nicht entmutigen, schauen Sie hier, ne, im Thailändischen schreiben wir alles zusammen. Krai, Kai, Kai, Gai. Ne, aber mit der Zeit werden Sie das dann schon dann sehen. Wir erkennen anhand von Buchstaben, na, ist eine Art, erkennen wir unter Umständen auch das Ende einer Silbe, aber dazu später etwas mehr. Na? Und in der Schule würde jeder, na, in der Schule bekommt man dann so etwas, na? In der Schule bekommt man so etwas, das hier wären Memory-Karten, die könnte man sich dann ohne Rückseite ausdrucken, mit Rückseite. Schauen Sie, wir haben gelernt den Gorgai. Hier wären die Regeln dazu, genauso wie es in der Tafel aufgeschrieben wurde. Gorgai. Hier wären die Regeln dazu, genauso wie es in der Tafel aufgeschrieben wurde. Gorkurt. Das hier sind dann hier die Regeln wiederum dazu. Und ein Gorkwai. Ja? Und ein Korkon. Die sind seitenverkehrt, weil das sind ja Karten. Na? Das hier sind ja dann Karten. Und ich muss dann sagen, na, das wären ja dann Karten. Und die könnte man dann beidseitig bedrucken. So, das war jetzt der erste Teil. Na, der zweite Teil, machen Sie eine kleine Pause und dann drücken Sie auf den zweiten Teil, weil da geht es ja dann um das Sprechen
und um die Grammatik, und das werde ich natürlich am Anfang mit Umschrift unterrichten. Na, okay, aber Sie sehen ja, ich kann kein Video über 15 Minuten machen. Wenn das irgendwie aufgeteilt werden soll und das auch im Kopf bleiben soll, somit machen Sie einfach ab und zu mal eine kleine Pause und schauen Sie sich manches ruhig ein zweites Mal an. Na? Okay, gut, dann bis gleich.